Also dann wollen wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier tanken können. Da gehen wir mal auf die Ladestation und da zeigt uns jetzt die Karte an, dass wir in Brandenburg direkt keine Ladestation angezeigt ist. Also heute interessiert uns, wo wir unterwegs aufladen können. Wir haben uns auf verschiedenen Wegen informiert, unter anderem über eine App, die sich aber unterscheidet von der App, die von VW mitgeliefert wurde. Und so, dass wir jetzt gucken wollen, wo kann man denn jetzt tatsächlich laden. Okay, jetzt sind wir hier am Brandenburg am Hauptbahnhof angekommen. Nun wollen wir mal gucken, dass das auch alles reibungslos funktioniert. Stecker ins Auto. Und dann gehen wir mal gucken, ob der Stecker auch hier an der Dose passt. Und wir sehen, reibungslos, er ist drin. Die Anzeige leuchtet, dass er lädt. Am Fahrzeug leuchtet das Lämpchen grün. Also wird alles funktionieren. Wenn ich jetzt das Auto verriegel, dann ist auch alles safe. Ich kann den Stecker nicht mehr rausnehmen. Interessant würde es sein, hier hat alles reibungslos funktioniert, aber es soll ja unterschiedliche Steckersysteme geben. Wie ist es dann, wenn ich an einer Ladestation ankomme und mein Stecker passt dort nicht? Das Ladekabel blinkt am Display und uns sagt, die Ladedauer, um voll zu laden, würde es jetzt 3 Stunden 35 dauern. Nach einer halben Stunde müsste er ungefähr 35 Kilometer Fahrleistung getankt haben und das ist tatsächlich der Fall. Mit 70 Restkilometern sind wir hier angekommen. Jetzt haben wir wieder eine Leistung von 102 Kilometer. Allerdings, wenn ich jetzt das Auto für mich privat nutzen würde, um dann heute Abend wieder nach Hause zu fahren, würde mir das immer noch nicht reichen. Ich bin jetzt eigentlich nicht mobil. Ich müsste das Auto noch weiter an die Steckdose hängen, um auch wieder gut nach Hause fahren zu können. Diese Zeit fehlt mir aber, wenn man so eingeschränkt ist mit den Möglichkeiten, um schnell an Energie ranzukommen.